Und was ich mich gerade frage ist, wenn sie jetzt den Block gefunden hat, wo ist der andere? Ich meine, es sind ja immer zwei, ne? Das kommt ja auch noch dazu. Es sind zwei! Und erst jetzt taucht einer auf! Ja, komm, ey, ihr könnt nicht mal alle. Es lief alles so wunderbar bis zu diesem Block und ich habe das Gefühl, jetzt hat sich im Spiel irgendwas aktiviert, was erkannt hat, oh, die ganzen CPUs hinken übelst hinterher. Der Spieler hat jetzt schon einen Stern, das geht gar nicht. Wir erhöhen jetzt einfach mal die Betrugsrate um 40%. Aber noch ist nichts Gravierendes passiert, also... Ich chille und finde hoffentlich den nächsten Block. Und dann sind noch Münzen drin. Garantiert. Bin mir jetzt leider auch gerade gar nicht sicher, ob im nächsten Block hundertprozentig die Münzen drin sind. Und erst dann wieder zwei neue Blöcke halt versteckt werden. Oder ob der Sternenblock jetzt schon irgendwo versteckt ist. Das ist nämlich tatsächlich von Mario Party zu Mario Party verschieden. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, wie es in MP4 der Fall ist. Ach komm, der hat genau 20 Münzen gehabt! Okay, es läuft doch ein bisschen aus dem Ruder gerade. Shit! Braucht dringend 50 Münzen und musst zum Büro. Das wäre klasse. Dum, 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 dum. Aber keiner hat so richtig viel Geld, ne? Hätte sich ändern können durch das Kampf-Minispiel, aber ich bin froh, dass es nicht dazu gekommen ist. Bei so kleinen Beträgen finde ich das einfach immer unnötig. Ich versuche sowas eigentlich auch immer zu verhindern, wenn es geht. Aber kann man halt in den seltensten Fällen. Stimmt, dieses blöde Glücks-Minispiel haben wir ja auch noch nicht gezockt. Ja, ja. Aber das muss auch nicht unbedingt sein. Komm, das müssen wir gewinnen. Ja, als ob, der hat das direkt vor mich hingeschmissen. Na kommt, Leute. Schließt ihn mal endlich ein. Die goldene Banane ist, glaube ich, gut. Ja, ist sie. Das habe ich ja schon letztes Mal gesagt, dass die goldene irgendwas bewirkt. Ich war mir nur unsicher, ob wir davon profitieren oder der Einzelspieler oder sogar beide. Don't know. Auf alle Fälle ist sie nicht schädlich für die Arbor. That's nice to know. Die nächste Spende wird entgegengenommen. Damit hat er jetzt 15 Münzen. Und wir sehen eine neue Version seiner Einrichtung. Cool. Ich glaube, das nächste Mal verwandelt das Ganze sich bei 30 Münzen. Und bei 50 sollte es das Maximum erreicht haben. Wenn es das denn überhaupt schafft. Denn das ist wirklich selten der Fall. Bei ihr sieht man, sie hat keine Lust zu zahlen. Allerdings hätte ich den Maxi-Pilz erst in der nächsten Runde verwendet. Man sieht auch, sie schafft es nicht und ist dafür verantwortlich, dass etwas Schlimmes passiert. Erstmal muss sie 15 Münzen zahlen, also den Wert des Hauses. Und übernachten darf sie auch nicht. Denn plötzlich kommt ein Tsunami und zerstört alles. Und das wird jedes Mal passieren, wenn da ein Haus steht und jemand auf diesen Ereignisfeldern da landet. Oh, ich sehe gerade, ich könnte dieses Minispiel spielen mit dem Mikropilz, aber will ich das? Ich weiß halt nicht, was da passiert, ne? Ganz ehrlich, dass ich zum Büro komme, ist eh mega unwahrscheinlich.
Ich glaube, ich spiele das Minispiel. Aber es muss sich auch lohnen. Schließlich habe ich für diesen Mikropilz 15 Münzen gezahlt. Und ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass es sich lohnt. Aber ich spiele ja für euch, nicht wahr? Ich will euch ein paar Sachen zeigen. Und da muss man halt auch mal in den sauren Apfel beißen. Willkommen zum tropischen Angelspiel. Je nach Größe des Fisches, den du fängst, gibt es Münzen. Denke gut nach und wähle mit dem Steuerknüppel-Dingens. Die Größe des Fisches. Ach, das ist Glück oder was? Ist gut. Ich hab verstanden. Okay. Macht ihr mal euer Ding hier. Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Ich glaube, der hat den Minipilz ernsthaft nur genutzt, um auf diesem Bowserfeld zu landen, weil er 0 Münzen hat. Und der schafft's auch noch? Also vorhin habe ich ja im Scherz gesagt, dass die Betrugsrate um 40% erhöht wird, aber so langsam, wenn ich das alles so vor mich nochmal im Kopf hinstelle, dann glaube ich tatsächlich, dass da was dran ist. Es sind Dinge geschehen, die sind wirklich hart zu verkraften. Ah, jetzt spielen wir erstmal ein neues Spiel. Ach so, der Kran ist schuld an all dem. Ja, sag das doch gleich, Spiel. Jetzt weiß ich Bescheid. Oh, dieses Spiel ist scheiße, so viel weiß ich schon mal. Ein Spieler muss mit einem Kran die anderen drei fangen, während diese versuchen, dem Kran zu entkommen. Naja, wenigstens bin ich nicht der Einzelspieler, weil ich glaube, das ist am beschissensten. Erwischst du einen Shy Guy, kostet dies Zeit. Das Team sollte sich in der Nähe von Shy Guys aufhalten. Alles klar. Ja, ich denke schon, dass du hier als Einzelspieler eher das Opfer bist. Weil man muss ja wirklich genau treffen. Siehst du? Äußerst genau. Ich bin nicht in der Nähe von Shy Guys. Das ist das Problem. Und deswegen hat sie mich. Ja, come on! Was soll ich daran ändern? Nee, ne? Jetzt gewinnt die selbst das? Peach, mach irgendeine Finte. Komm. Mach eine Finte! Beweg dich! Okay, also spätestens jetzt nehme ich Daisy als ernsthaften Konkurrenten wahr. Aber am Anfang hat sie sich so ein bisschen zurückgehalten, aber jetzt, wo so ein paar Runden vergangen sind, denkt sie sich, ja, jetzt zeige ich mal, was für eine Kuh ich bin. Ich habe es nämlich voll drauf, ihr Assis. Genau das hat sie sich so gedacht. Und jetzt darf sie nicht ernsthaft schon zum dritten Mal zur Lotterie, oder? Das ist doch unfair. Mann! Sie wird übelst bevorteilt hier. Sowohl Cooper als auch dieser Don Banano stehen wohl auf sie. Ja, jetzt gewinnt sie 100 Münzen, das weiß ich doch schon. Oder zumindest den zweiten Platz. Aber es kommt noch. Aber da oben rechts ist eigentlich eh nie was. Deswegen sollte sie sich demnächst mal ein anderes Rubbellos auswählen. Moment, sie durfte zum dritten Mal rubbeln? Also jetzt ist aber gut hier, ja? Aber auf dem Brett kommst du auch wirklich schwierig an Geld.
wenn du wie sie das Problem hast, dass du erstmal den... Also die Hotel nachzahlen musst. Und dann nochmal die Gebühr. Ist krass. Und natürlich. Schon wieder... Was? Achso, sie hat kein Geld. Okay. Schon wieder Bowser. Das ist jetzt das fünfte Mal. Bislang kam kein einziges Mal Bowser. Das ist allein schon ein Rekordwert. Jetzt muss er kommen. Ja. Und jetzt schauen wir mal, was geschieht. Minigame? Nein. Er will kein Minigame spielen. Sondern mischen. Alles klar. Wo bin ich jetzt? Schade. Ich hätte mich... natürlich. Ich hätte mich sogar ein bisschen gefreut, wenn ich jetzt ein Bowser-Minispiel hätte spielen können. Ja. Mit der Position hier kann ich nicht allzu viel anfangen, es sei denn, ich komme da runter. Brauche aber jetzt eine 10, um überhaupt eine Chance zu haben. Ja, okay. Gebühr wird bezahlt, keine Sorge. Und jetzt ein versteckter Block noch, komm. Warum nicht? Wieso? Ja, und der... Oh Mann, das gibt's doch nicht. Wieso hat er jetzt auch eine 9? Na gut, allerdings ist das Geld nicht. Hoffentlich bleibt es dabei. Jetzt erstmal alle gegen Peach. Beim Minispiel Schaumschläger. Das lässt sich ja extrem schlecht einschätzen, ne? Aber letztes Mal, das weiß ich noch, ging es nicht gut für mich aus. Da war ich auch im Dreier-Team. Vielleicht schaffen wir es ja jetzt, den Einzelspieler zu überlisten. Aber ich glaube nicht. Ich meine, wenn man sich das anschaut, es ist auch nicht schwierig, den Wellen auszuweichen. Beziehungsweise das Ganze halt auszubalancieren. Ja, wobei, wir machen es gar nicht mehr so verkehrt. Aber reicht halt nicht, um Peach runterzuschmeißen. Ja. Mann, Mann, Mann. Einer von euch muss... Oh Gott. Also Ereignisstern, glaube ich, kann ich jetzt auf jeden Fall knicken. Die haben alle schon so viel. Und sie kriegt... Nee, kriegt sie nicht. Weil es gibt irgendwo einen Delfin, da kann man sogar noch Geld sammeln. Ich weiß gerade nicht, wo die Position von dem ist. Nur eine 3. Das ist nicht gut. Lass mich wenigstens runter. Ja, du hast richtig gehört. Ich will nicht zur Lotterie, ausnahmsweise mal. Lass mich runter. Du kleiner Dreckiger! Alter! Ach so, und er darf runter, ja? Mhm. Oh. Ja, Moment mal. Wenn wir das Minispiel jetzt gewinnen, kriegt Wario den Stern. Eigentlich muss ich mit Absicht jetzt verlieren, weil
das andere ist ja dumm. Aber dann gebe ich auch umgerechnet 2 Minispielsiege her. Ist halt die Frage, ist es das wert? Boah, shit, ey. Ehrlich gesagt, nein. Ich muss ja auch an den Münzstern denken und die Messlatte ist nicht so hoch. Boah, auch wenn es mir schwerfällt, ich muss das Minispiel leider gewinnen. Na, klasse. Stellt er sich immer so dumm an, oder was? Normalerweise müsste es mit ihm im Team doch mega einfach sein. Naja. Was wird das jetzt? Ich glaube, sie will sich neu ausrichten, weil der Stern wird ja jetzt gleich wechseln. Aber sie verzichtet auf den Itemladen. Ist auch interessant. Ja, natürlich! Das landet genau auf dem Ereignisfeld, ne? Wahrscheinlich kriegen die beide den Stern. Peach und Daisy. Ja, also ich muss jetzt wirklich mit Minispiel und mit Münzstern planen. Puh. Kein Battle, kein Bowser. Aber Lotterie. Naja, wenn ich schon mal hier bin... Ne? Dann hole ich mir mal dieses nutzlose Los ab und drehe eine Runde. Nicht? Oh. Ich habe dieses Feld hier im Blick. Was habe ich letztes Mal genommen? Das, ne? Dann nehme ich jetzt das. Alter, 100 Münzen wären so geil. Aber danke, Cooper. Ich weiß das zu schätzen. Er muss weg! Ach so, hier kriegt man die Münzen. Na ja, gut. Sind aber eh nur 3. Und ich glaube, ja, bin mir nicht sicher, aber ich denke, er hätte den Stern lieber genommen. Ist nur meine Vorstellungskraft. Kann mich ja nicht in ihn hineinversetzen, aber ich vermute es nur. Domino-Desaster. Hm, da könnte ich probieren, den Rekord zu brechen. Das funktioniert. Boah, 94 ist aber eine harte Nummer, ey. Boah, hab auf jeden Fall alles rausgehauen. Puls von 300 jetzt. Aber ist ja auch nicht verkehrt, ne? Ah! Shit! Knapp! Aber über 90 ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Kann man schon... gut finden, so. Okay, die letzten 5 Runden! Ja, genau, die letzten 5 Runden. Erfreut euch an dem letzte 5-Runden-Event, das wir jetzt für euch vorbereitet haben. Vor dem Event findet noch die Super Mario Party Lotterieziehung statt, bei der es keinen Gewinner gibt.
Ich beweise es euch. Hier, seht mal. Na, habe ich zu viel versprochen? Wie immer gewinnt keine Sau. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Reihenfolge an. Donkey Kong ist noch auf 1, aber da wäre ich mir an seiner Stelle nicht so ganz so sicher, ob das so bleibt. Denn der Rest ist als Verfolger ganz nah dran, bis auf Peach. Die ist nicht existent. So, und ich glaube, wir werden jetzt mal gucken, was noch so passiert. Wisst ihr was? Ich glaube, dass wir jetzt entweder Bowser-Felder dazu bekommen oder Miracle-Gedöns. Bowser, ja. Weil wir noch nicht genug Bowser-Begegnungen hatten. Ja, das ist richtig. Bowser ist ein sehr, sehr netter Mensch und Bowser Junior? Nee, Mini-Bowser ist es. Mini-Bowser ist auch ein sehr gut erzogenes Kind. Alles klar, Cooper. Wie viel Geld hast du dafür bekommen? Ja, das kann ich leider nicht sagen, aber genug, um mich jetzt hier auch abseits dieses Bretts finanziell abgesichert zu haben. Verstehe. Also umgerechnet das, was halt ein bestimmter Beauty-Kanal bei einem Product Placement bekommt, wenn es nicht gekennzeichnet ist. Denke ich. Aber ist jetzt auch nur meine Vermutung. 60 Münzen ist cool! Ich hoffe mal, das können die nicht brechen. Wäre schön, wenn es die ganze Party über kein einziges Battle-Minigame gibt. Das ist das Einzige, was mir halt noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, ne? Oh, rauchende Reifen. Da werde ich wohl auch abgeben müssen. Ja, beim ersten Mal habe ich es richtig gut gemacht, aber beim zweiten Mal so gar nicht. Und obwohl ich gerade in die Steuerung reingeschaut habe, habe ich schon wieder vergessen. Achso, stimmt. Am Anfang R drücken und dann schalten mit A. Aber man darf nicht übertreiben, sonst kommt man nicht weit. Ja, ich habe wieder verkackt. Denke ich, oder? Nee, nicht unbedingt, denn ich habe gut geschaltet. Yes. Kein Rekord, aber Sieg. Das ist echt schwierig.